Was war denn der Auslöser zur Gründung von dieser Stiftung? Unsere Stiftung Quinten lebt hat den Zweck, Arbeitsplätze und Wohnraum zu schaffen. Und da haben wir nach Themen gesucht, die wir zusammen mit den Quintener Bürgern verwirklichen können. Und Siederalpen passt hervorragend. Das gibt einen schönen Nebenerwerb für Leute, die da sind. Das finde ich einen guten Ansatz. Ich habe gehört, ihr habt einen Workshop gemacht zu diesem Thema vorgängig. Kannst du dort noch berichten? Ja, gerne. Das war wunderbar. Das ist die IG Quinten lebt, die wir hier gegründet haben. Und wir haben dann alle eingeladen und sind rund 40 Leute gekommen, zu uns in Schild. Und das war wunderbar. Wir konnten wirklich zusammen miteinander Ideen entwickeln und unter anderem auch die Raupenidee hier. Die Raupenidee gehen wir nachher noch anschauen, würde das im Detail laufen. Das ist ja ein erstes Projekt, das jetzt angelaufen ist, in einem Versuch. Aber ihr habt ja noch weitere Ansätze. Wenn ich da das Haus hinter mir anschaue, dann gibt es da dazu sicher auch noch etwas zu sagen. Ja, du siehst das ganz richtig, Guido. In diesem Haus soll ein Gastronomiebetrieb entstehen. Es werden Breakfast und Wohnungen, weil eben frei nach dem Motto von der Stiftung Quinten lebt, zusammen mit den Quintener Bürgern Arbeitsplätze und Wohnraum zu schaffen. Und da ist das natürlich eine hervorragende Möglichkeit, in diesem Haus Gewerbe und Wohnraum unterzubringen. Ein weiteres Thema für euch sind ja Ansiedlungen von neuen Quintener Einwohnern. Ja. Und dazu kannst du mir was sagen? Ja, ich bin froh, dass du das erwähnst. Wir wollen neue Leute, neue Bürger nach Quinten bringen, sind aber natürlich darauf angewiesen, dass auch die öffentliche Verbindung, sprich der ÖV, Internet und alle diese Sachen auch gut funktionieren. Da. Ich möchte das Stichwort Internet nochmal aufnehmen. Wie funktioniert das? Ganz ein wichtiges Stichwort. Danke, dass du es aufgenommen hast. Internet ist ja für uns alle ganz wichtig. Wir tun heute E-Mailen, wir haben heute Internetbanking etc. Wir sind hier in Quinten bei den Anbietern der Internetdienstleistung eigentlich in einer Randregion und sind deshalb wahrscheinlich ein bisschen übersehen worden und hoffen im Moment, dass wir auf politischem Weg erwirken können, dass wir zu einer gleichen Internetleistung kommen wie die anderen Regionen auch, weil wir zahlen die auch gleich viel. Ich kann das gut nachfühlen. Ich habe ja viel mit Quinten zu tun und habe in den letzten Tagen ein paar Mal erlebt, dass das nicht so super funktioniert hat. Da hoffen wir auf eine Verbesserung. Ja, gemeinsam in dem Fall. Ja, ist gut. Ein weiteres Stichwort, das ich auch noch drin haben möchte, ist Familie. Würdet ihr da herziehen? Ja, für uns wäre ganz wichtig, dass wir Familien mit Kindern herbringen können, weil es ist eine wunderbare Gegend da. Man ist, wenn der ÖV funktioniert, ja, innerhalb von 50 Minuten auch wieder in Zürich und Chur. Also eigentlich eine wunderbare Gegend zum Familienansiedeln. Mhm. ÖV heisst für dich konkret? ÖV heisst für mich konkret öffentlicher Verkehr und zwar über den See. Auch da sind wir wieder beim Thema Randregionen, gleiche Rechte für alle. Wir werden auch da politisch schauen, dass wir zu einer Verbindung kommen über den See, dass du am Abend nach Zürich ins Konzert kannst, zurückkommen kannst und am Abend um 10 Uhr noch mit dem Schiff rüber, was im Moment nicht möglich ist. Du bist ja der Stiftungsratspräsident. Kannst du mir noch ein bisschen den Stiftungszweck beschreiben und wer ist in diesem Stiftungsrat? Ja, das mache ich gerne. Im Stiftungsrat ist der Marc Anthony Ney. Er ist Kunsthistoriker, hat auch ein Ferienhäuschen. Und der Markus Scherr, er ist der Ortsverwaltungsratspräsident von Quinten. Und das ist auch in unseren Statuten festgeschrieben, dass immer der Ortsverwaltungsratspräsident von Quinten ein Mitglied ist vom Stiftungsrat. So sind wir mit mir zusammen drei Stiftungsräte. Maximal haben wir 5 Platz. Der Zweck der Stiftung Quinten lebt, ist Arbeitsplätze und Wohnraum zu schaffen. Wir haben das Gefühl, das ist das, was am meisten Prosperität in die Region kann bringen kann. Und haben zusammen mit den Quintener Bürgern hier schon viel können wirken. Wir sind jetzt reingegangen in Richtung Raupenhotel. Ich würde sagen, es ist eine Art Versuchslabor. Das sehen wir in Kürze. Bei mir ist der Wolfgang Sieber. Er ist so der Raupenfutterer im Moment. Und er wird uns zuerst anhand von einer Skizze zeigen, wie der Ablauf von der Entwicklung der Raupen ist. Darf ich bitten? Ja, da sieht man den Anfang. Also da fangen wir an mit dem Eili. Das ist etwa ungefähr Mohnsamen gross. Dann geht es über die verschiedenen Altersstufen. Bis zu der Raupe, die sich dann hier verpuppt. Dann gibt es den Kokon daraus und dann wird entschieden, einige gehen dann für die Witterzucht weiter und andere sind da dann eben, würden den Kokon aufgelöst und wird am Schluss dann die Seide daraus gemacht. Und da sieht man ein bisschen etwas noch von den Grössenordnungen.
Normalerweise so eine Standardeinheit hat etwa 20'000 Eier, entspricht etwa 10 Gramm. Brauchen im ganzen Lauf, der etwa über eine Monatgrösse noch nicht geht, 500 bis 600 Kilo Blätter. Die kommen vom Maulbeerbaum. Er gibt am Schluss etwa 30 bis 40 Kilo Kokon, wo man dann abspult und kommt am Schluss etwa auf 5 Kilo Seide im Sinn von Stoff. Dass man einfach ein bisschen Vorstellung hat. Und wenn man sich noch ein anderes Bild machen will, es braucht ungefähr 4 Raupen für 1 Gramm Seide. Das wäre dann eben das Hotel hier. Da sehen wir eigentlich 2 Stufen. Das sind die, sagen wir mal, die erste Gruppe. Die hat sich ein bisschen schneller entwickelt als die zweite Gruppe. Und darum sind die heute jetzt gerade drauf und dran, sich zu verpuppen. Man sieht das ganz gut. Hier innen haben wir bereits die ersten, die sich angefangen haben zu verpuppen. Es hat hier, sieht man schon den Kokon, wie er sich bildet. Innen sieht man noch ein bisschen das Räubli. Und die anderen sind jetzt gerade am Vorbereiten. Und wir schauen jetzt eigentlich sukzessive, die reif sind, nehmen wir hier rüber und tun sie in die Fältchen rein, wo sie sich dann verpuppen. Es ist im Moment, sie tun sich hier innen noch entleeren. Also, sie haben ungefähr um die 5 Gramm herum, bevor man es hier rüber tut. Und nachher tun sie sich entleeren. Das heisst, sie kommen ungefähr auf 1,8 bis 2 Gramm zurück, wo sie dann hier innen haben, wenn sie sich dann eben verpuppen. Und jetzt ist gerade mal eine runtergeflogen. Das müssen wir halt wieder rauf tun. Dann müssen wir sie wieder versorgen hier rein. Voilà. So, die hat sich zu wenig gut gehebt. Und sie laufen halt noch fest rum. Man sieht es jetzt ganz gut hier überall. Die klettern im Zeug rum, bis sie sich dann irgendwo mal festlegen, für zum immer so Feldlinien sich zu verpuppen. Die bleiben ungefähr, braucht etwa 6 Tage, wo sie in diesen Häuschen drinnen bleiben, bis sie dann wirklich fertig sind. Kannst du uns noch etwas sagen zur Häufigkeit, wie man die muss füttern muss? Jawohl. Also am Anfang braucht es etwa 3, wir haben jetzt hier 500 bis 600 Raupen gehabt. Die haben in der ersten Zeit etwa 3 Blätter gebraucht. Die hat man ganz fein verschnitten. Und 3-mal am Tag hat man es gefuttert. Einmal am Morgen um 7 Uhr, etwa um 2 Uhr am Nachmittag und am Abend um 9 Uhr nochmal. Und das hat sich dann gesteigert, langsam. Und erst in der letzten Phase, also praktisch jetzt vor, ja, ich würde sagen, vor etwa 3-4 Tagen, hat es angefangen, wo sie massiv zugenommen haben, wo wir also bis zu einem Kilo am Tag Blätter zu verfuttern haben. Und eine Arbeit Tag und Nacht, hä? Ja, also jetzt in den letzten 2 Nächten haben wir geschafft, sind wir praktisch ununterbrochen dran, zum Futter bringen und eben jetzt auch zum Übertransportieren da in die Felder rein, wo sie sich verpuppen. Was machen Sie denn mit den Kokon, die jetzt hier entstehen? Die würden nachher dann an eine Stelle gebracht, wo sie abgespult würden. Man kann sagen, ein so ein Kokon hat ungefähr 1,8 bis 2 Kilometer Faden drauf. Und ich kann euch vielleicht dann so einen Kokon mal zeigen. Der sieht etwa so aus. Das sind ungefähr, eben, sag jetzt mal Größe, 1,5 bis 2 Kilometer Faden. Da innen ist ja, ist jetzt, wenn man es schüttet, hört man es noch, da ist ja noch das Räubli drin. Das wird dann, wenn man es rausnimmt, wird das ins heisses Wasser rein tun. Dann stirbt das ab und nachher wird es dann mit der Maschine wird das abgespult. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Raupe, die ziemlich dran ist, die man kann rüber tun kann. Weil sie ist länglich, sie ist eher gelblich im hinteren Teil, vorne ein bisschen schmal und hat da leicht verdickt hinten dran. Und dann tun sie aufstehen mit dem Kopf vorne und sie tun einfach so sich hin und her bewegen. Und die kann man eigentlich nehmen, die nehme ich jetzt gerade mit. Dann kann ich es gerade anfangen transportieren. So. Da haben wir sie über. Voilà. So, da hat es noch Hütli. Jetzt kannst du da reingehen. Voilà. So. Oh. Wie bist denn du eigentlich zu diesem Job gekommen? Es ist, ja, noch schwierig zu sagen. Ich bin vom Verein Senioren für Senioren Sargans. Da hat mich der Joel angefragt.
heute mir allenfalls so eine Arbeit übernehmen würde. Dann musste ich sagen, Senioren für Senioren ist für ältere Herrschaften da und an sich nicht für so ein Projekt. Aber ich habe dann gesagt, wir können schauen, ob wir bei uns Leute haben, die einfach zu Hause, außerhalb des Vereins, könnten allenfalls Interesse haben, so etwas. Und wir sind dann zu vierten, haben wir uns bereit erklärt, um die Aufgabe zu übernehmen. Da wären die Blätter. Am Anfang, wie gesagt, tut man es ganz fein schneiden. Jetzt, wo sie so gross sind, kann man es eigentlich ziemlich ja, so drin tun, wie sie jetzt sind. Tun wir da einmal, das ist. So machen wir es, tun wir es zudecken. So. So, haben wir etwa gleich da. So. So. So, dann gehe ich nachher noch ein paar holen, aber es sollte für einen Moment gehen. Also das ist der Ursprung, so kommt man es geliefert über. Das sind die Eier vom Swiss Silk. Die haben die so, also, stellen sie es einfach dann zur Verfügung. Swiss Silk ist eine schweizerische Organisation, die in Hinterkappelen die Stelle betreut und Eier zur Verfügung stellt. Und so wie ich orientiert bin, gehen die Coco dann auch wieder dorthin zurück zur Weiterverarbeitung. Die haben dort auch die Anlagen, die es dann braucht, die Maschinen, um es abspulen. Da sieht man ganz gut, wie es schon durchgefressen hat. Da. In 2 Stunden sind die Blätter weg. Wahnsinnig, ja. Die sollten jetzt eigentlich nur noch sich entleeren und würden dann nachher rüber transportiert. Du redest von entleeren. Du das noch schnell erklären. Ja, entleeren heisst, sie tun einfach den Kot ablassen und auch Wasser lösen. Also sie tun sich völlig innerlich entleeren, dass sie eigentlich den Magen leer haben im Grunde genommen. Das ist die Idee. Weil wenn sie das noch in den Kokon mitnehmen und sich dort entleeren, dann ist der Kokon praktisch nicht mehr brauchbar, weil vom Bissle ist es nachher ein geiler Kokon oder vom Gacken ist es halt einfach ein schwarzes Kügel drin und das kann man nachher nicht mehr brauchen. Gerade hier sieht man vom Entleeren eigentlich die Folgen, hier ins Wasser und jetzt ist gerade wieder eins runtergekommen, das Gacki. Das sieht man eigentlich und das wird mit der Zeit dann ziemlich viel haben und fängt dann auch mit der Zeit an zu schmecken, also man muss dann recht lüften. Es ist gerade wieder ein Gacki, einer ist gerade dran hier. Da sieht man es gerade. Siehst du hier? Der hier, der ist jetzt gerade am Entleeren dort. Es sind Haselnüsse gekommen. Ja. Wir sind jetzt bei der Margrit Berlocher in ihrem Kellerlädeli. Sie hat das schon einige Jahre. Sie kann selber dem erzählen, was sie hier anbietet. Und nachher möchte ich sie aber noch zu einem anderen Thema befragen, wo im Zusammenhang mit der Stiftung Quintenleb steht. Margrit, wie lange hast du den Laden schon und was bietest du hier an? Also ich bin seit dem 83 bin ich ganz da und am Anfang ja, hatte ich auch noch nicht so gestellt und noch nicht viele Sachen. Und mit der Zeit ist immer mehr dazugekommen. Halt, der Garten ist grösser geworden oder man hat mehr Ideen. Und dann hat man Gestell gebastelt, dann wieder etwas Platz gehabt. Dann habe ich mal Bindli zugetan, seitdem habe ich auch Honig. Dann konnte ich einen Rebberg übernehmen, dann habe ich den Wein. Dann hat es ein Jahr mit ganz vielen Feigen. Dann hat man mit Feigen einen Haufen mehr Produkte gemacht, zum Beispiel Feigenschnaps, Feigenlikör, Feigengumpfi hatte ich vorher schon gehabt. Dann kam mal der Feigensenf und so ist es immer mehr geworden. Aber zum Glück, es ist beschränkt durch den Platz und das ist auch gut so, dann bleibt es in dieser kleinen Grösse.
kann man sagen, du bist eine Art Selbstversorgerin zu Quinten hin. Du hast ja, glaube ich, noch Tiere, oder? Ja, ich hatte lange Geissen gehabt. Jetzt habe ich nur noch die Schafe, aber ich habe noch Hühner, Küngel und eben Bienen, Katzen. Ja. Jetzt sehe ich gerade, dass da ein erster Kunde kommt, Margrit. Du den bedienen? Ja, gern. Ich bin gerade im Raupenhotel und dachte, ich komme einen Sirup bei dir kaufen. Ja. Was hast du für Sirup? Oh, Goldmelisse, Zitronenmelisse, Johannisbeer, Holderblüte, Holder von der Holderbeere, Tonnenschüssli, Verwein, Brombeer, Pfeffermünz, verschiedene. Das ist die Wahl der Qual. Ich glaube, ich nehme Verwein. Der passt mir am besten. Ja, der kommt wahrscheinlich auch nicht überall rüber. Okay. Gut, das wären 7 Franken, bitte. Dankeschön. Margit Berlocher hat jetzt so eine Pflanze in der Hand. Kannst du uns über die Pflanze etwas sagen und was mit der bezweckt wird? Es hat ja eben einen Zusammenhang auch mit dieser Stiftung Quinten lebt. Ja, das wäre jetzt eine, die ich gerade heute Morgen noch geholt habe. Ein paar von denen, das ist eine grossfrüchtige Haselnuss. Ich habe 2 verschiedene Sorten, weil ich gehört habe, dass das gut ist, wenn man ein verschiedene zusammen tut. Wir haben im Balzkammer hinten Haselnüsse gesetzt, geimpft mit Trüffel und hoffen, dass wir da Haselnüsse ernten können, um im Winter knacken miteinander, ein paar Quintner, und dann gewisse Produkte. Das müssen wir noch ein bisschen herausfinden, was. Ich stelle mir vor, wir kreieren irgendeinen Brotaufstrich und zum Beispiel Haselnusslikör, Cremelikör, verschiedene Sachen. Man könnte im Winter auch etwas backen. Da wird uns sicher noch einiges einfallen. Und das Nebenprodukt wäre dann Trüffel, wenn das klappt. Das wäre super. Habt ihr auch schon Kontakt oder denkt ihr in Richtung Schokoindustrie, dass ihr dort die könntet mal beliefern könnt? Eigentlich nicht unbedingt. Dort, wo ich die Idee her habe, der hat als zweites Standbein Haselnüsse und hat ein Abkommen mit dem Chocolatier. Aber ich will eigentlich nicht die Haselnüsse verkaufen. Ich will lieber aus Quintner Haselnüsse Quintner Produkte herstellen. Finde ich gut, das ist wieder auf der Linie. Und das mit den Trüffeln, ich denke, da gibt dann mal ein Millionengeschäft. Das sehen wir dann. Ich bin jetzt mit Rosi Maurer im Pflanzplatz von den Maulbeerbäumen. Es hat ja verschiedene Maulbeerbaumsorten. Was wird hier angepflanzt? Also ich meine, das sind die weißen Maulbeere. Und das ist speziell für die Siderraupen. Ich habe das auch gelesen. Also die fressen, glaube ich, nur von weißen. Ja. Und es gibt auch noch schwarze, aber die hätten es nicht so gern. Und so wie wir zu Ohren kamen, ist die Idee vom Jetten und das Team zusammenstellen von euch gekommen. Ja, das stimmt, genau. Nach dem Setzen, beim gemütlichen Zusammensein, habe ich gedacht, ja, jetzt irgendwie müssen wir ja zu diesen Pflänzchen schauen. Und ich habe eine kurze Umfrage gemacht, wer da interessiert ist am Jetten. Und dann haben sich ganz viele gemeldet. Und dann haben wir einfach einmal im Monat sind wir jetten. Es ist
Arbeit, strenge Arbeit, aber ich glaube, es ist auch noch Spass dabei. Erzähl mir noch ein bisschen so kurz vom Tagesablauf. Ja, ich habe dann ins WhatsApp geschrieben, es sind wieder Jettes, wir müssen jeden einen Hockey und einen Kessel mitnehmen. Und dann haben wir um 5 Uhr gestartet in den Sommermonaten. Wir haben das 4-mal gemacht. Und da sind immer etwa 20 Leute gekommen, also da sind wir recht überrascht gewesen. Und dann haben wir 2 Stunden gejettet und ein bisschen geschnurrt miteinander. Ja. Und nachher dann ist immer ein Jetzt ist man zu einem heimgegangen, das Nachtessen. Aber ganz einfach. Mal hat es Bratwürste gegeben, mal Wurstsalat. Und das war immer sehr gemütlich dann gewesen. Das ist natürlich auch Teambildung, finde ich eine gute Idee. Und ich kann selber auch mal dabei sein. Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie lustig das dann am Schluss noch geworden ist. Da sind etwa 200 Bäume. Ich habe aber gehört, dass man das erweitern will. Jawohl, genau da. Aber dann wir dann noch im Frühling wieder sitzen, ja. Und was für Arbeiten gibt es denn jetzt den Winter durch? Also wenn das Gejät nicht mehr wächst, dann tun wir allweg gegen den Frühling, ich weiss auch nicht recht, wenn die Bäume ein bisschen schneiden, aber dann müssen wir einen Fachmann dann noch dazu haben, ja. Und dann tun wir einfach helfen. Die Äste raustragen oder die Stüdel, ja. Der Franz Maurer erzählt uns noch etwas über das Umzweien. Eben die Stöcke mit den kleinen Blättern, die sind noch falsch, die müssen abgezweht werden. Mit denigen Sorten hier. Und da kommt ein Spezialist von Wedischwil. Wir sind jetzt Melanie und Stefan Zoller. Sie wohnen in Quinten. Ich weiss nicht wie lange, aber das sagen sie uns sicher bald. Und warum sind sie nach Quinten gekommen? Wir sind seit einem Jahr in Quinten. Und wir wollten eigentlich an einen Ort hinziehen, wo es schön warm und sonnig ist und Palmen hat. Und da kommt man eigentlich aus dem Sinn. Da ich aber keine Lust hatte, um ganz schnell Italienisch zu lernen, sind wir jetzt da. Gut, es ist nicht Karibik, aber es ist eben so schön. Ihr arbeitet auf der anderen Seeseite. Kannst du mir dazu etwas sagen? Ja, ich gehe studieren auf Chur. Und es ist schon ein bisschen mühsam, weil ich würde rechtzeitig würde ich mit dem ÖV gar nicht rüberkommen. Also in die Schule kommen, dann muss er mich noch auf Sargans fahren. Und dann muss ich den Zug nehmen und dann den Bus. Und dann bin ich dann rechtzeitig in der Schule. Wo arbeitest denn du? Ich arbeite jetzt in Buchs. Und das geht relativ gut. Mit dem Auto. Aber ja, mit dem ÖV wäre es auch einigermaßen mühsam. Ja. Das Problem ist für euch ja, so wie ich glaube rausgehört habe, über den See zu kommen, am Morgen früh und am Abend spät. Wie löst ihr das? Ja, also unser Nachbar da oben hat noch eine Wohnung in Chur, zum Glück. Weil zum Teil würde ich gar nicht mehr nach Hause kommen am Abend, weil auch nächste Woche muss ich 2-mal bei ihm übernachten. Und da bin ich mega, mega froh, weil ich wüsste, sonst müsste ich das Hotel mieten, oder das Hotelzimmer, ja, das ist ein bisschen mühsam so. Ja, aber man muss sich halt irgendwie einrichten oder eine Freundin fragen zum Übernachten, ja, immer vorausplanen und ja, das ist ein bisschen das, was man da muss machen. Ist es bei dir ähnlich? Ja, also im Alltag kommt es relativ gut klar. Was so einzelne Sachen sind, wie Geburtstagsparty, wird man noch schnell etwas zum Übernachten.
Was eher mühsam ist, ist so Verein zum Beispiel. Wenn man am Abend jeden Abend Probe hat oder so, dann geht es einfach nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich denke, die Stiftung Quinten lebt würde das Thema auch ein bisschen angehen, dass man irgendwie am Morgen früh und am Abend spät Verbindungen über den See verbessern könnte. Ja, es ist schon ein bisschen so, dass man eigentlich ohne eigenes Auto oder Schiff gewisse Sachen einfach nicht machen kann. Und der Schiffsbetrieb Wallensee macht den Job eigentlich sehr gut. Sie sind einfach ein recht enger Rahmen von wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und dann die Argumentation ist, dass man das eigene Auto nehmen und dann genug mobil ist, dann müssen wir auch ziemlich viele andere Sachen nicht subventionieren.